Oh, willkommen, willkommen. Folge 10 Hearthstone Karazhan. Es geht weiter. Die große, na, die böse Hexe. Der Wolf war groß und böse. Die Hexe ist nur böse. Kann also nicht so schlimm sein. Ich weiß noch von nichts. Ich weiß, dass die Fähigkeit verursacht 100 Schaden nicht einsatzbar, wenn Dorothee am Leben ist. Sagt mir erstmal nichts, ich muss es mir angucken. Also spielen wir einfach irgendein Deck, das da ist. Sogos im Zweifelsfall. Der ist natürlich nicht schlecht. Den spiele ich im Moment eh ganz gerne. Schauen wir mal, was wir damit anfangen können. Blase Luftballons auf. Malfurion gegen die böse Hexe. Wildwuchs, Bonus für die Diener. Ein Alamo-Bot habe ich auf der Hand. Den behalte ich. Den Zeichen des Lotus tausche ich noch aus. 8 Leben wiederherstellen. Naja, so richtig gönnen tut es mir nicht. Und Cho. Nur Zaubersprüche und Show auf der Hand. Diener zur Linken haben Ansturm, Diener zur Rechten haben Spott. Okay. Leider nutzt mir das gerade beides gar nichts, denn ich habe überhaupt keine Chance, irgendeinen Diener zu legen. Uiuiui, 3, 2, Verstohlenheit. Und ich kann nur Wildwuchs. Ich möchte natürlich einen Wildwuchs spielen. Ich möchte natürlich einen Wildwuchs spielen. Aber dann kriege ich 3 Schaden. Ich kann Cho mit Spott spielen. Ich spiele den Cho mit Spott, einfach nur, weil er wenigstens gerade geht und ich damit von Dorothee, heißt sie, ne? Genau. Dorothy. Wahrscheinlich eher einen Schaden abhalten kann. Mal der Wildnis. Der hat eh schon Spott, dann kann er Ansturm kriegen. Finde ich, glaube ich, extrem passend. Und dann musst du den rausnehmen, möglichst schnell. Affe mit Ansporn, fliegende Affe, ich glaube, das passt sogar ganz gut. Autsch, und da kriegt Dorothy 5 Schadenspunkte. Wie lösen? Ich muss nochmal Schaden nehmen auf Dorothy, ist hoffentlich das letzte Mal. Ansonsten habe ich aber eh gleich verloren. Auf 1 reduziert ist schon. Okay. Ich habe 3. Sechs. Dreckige Ratte. Noch einen Teerkriecher. Ziel von Zaubern. Nehmen wir möglichst teuer. Und die Anzahl an Spottern reicht nicht. Das wird extrem eng. Verbotenes Urtum. Tolle Karte. Damit ist Dorothy weg. 100 Schaden. Damit bin ich weg. Na, herzlichen Glückwunsch. So darf es halt nicht gehen. Das müssen wir offensichtlich nochmal probieren.
Also nochmal, Packs zum Öffnen sind eh leider keine da. Es gibt also nur neue Karten, wenn wir da rankommen und uns rettet jetzt wieder der Grommasch. Das wäre ja mal spannend. Uns rettet wieder der Grommasch. Ja, probieren wir es halt. Soll er halt am Ende irgendwie offensichtlich mein Lieblingsdeck sein. Na, ich mag den ganz gerne, auch wenn er so ausbrennt. Wird ja wohl hoffentlich zu machen sein. Ich wüsste noch ein drittes Deck, das glaube ich ganz gut funktionieren könnte. Meeresriese. Fügt einem Diener Schaden zu, verleiht ihm Angriff. Einrüstung, wenn ein befreundeter Schaden erleidet, ist gut, ist gut. Meeresriese ist auch gut. Ich muss nur aufpassen, dass ich Dorothy nicht selbst erschlage. Dann kann nichts passieren. Ich versuche es, Dorothy, dass sie dir nicht wehtun kann. Jedem Diener, den ich ausspiele, einen Schaden zufügen. Und ich kann ihn auf Spott setzen oder auf Ansturm. Ich würde sagen, ich setze ihn auf Spott. Ein Diener zur Linken, also auch zwei Links hoffentlich. Mana-Kristall dazu. Verwandelt sich in einen Löwen oder in einen Panther. Okay. Das ist ja schon mal was mit dem Panther. Den schalten wir aber aus, auf jeden Fall. Verleiht ihm zwei Angriff mehr. Jedes Mal Rüstung, Rüstung. Was nutzt mir Rüstung? In diesem Spiel gar nichts. Verpassen wir ihm Angriff. Schaden muss ich Ella dulden. Komme ich nicht drum herum. Verstohlene können nicht angegriffen werden. Na gut. Anfänger. Naja. Fügt einen Schaden, nachdem er im Diener herbeigerufen wurde, ist immer unbequem. So ist ja fast noch besser, ne? Den schlechteren Spotter zu verlieren. Immer Schaden, wenn ich einen ausspiele. Könnte zuschlagen. Rüstung wäre mir angenehm. Die gibt's quasi gratis dazu. Den Angriff auch noch. Dafür gibt es auch nochmal Rüstung. Und dann gehen wir natürlich auf den gegnerischen Helden. Vierer Ansturm. Okay, verpasst aber zu spielen. Immer ein Ghoul, wenn er Schaden überlebt. Das machen wir gerne. Warum ja auch nicht? Die Ghule kommen ja netterweise dann auch noch rechts. Jedes Mal Rüstung, wenn ein befreundeter Schaden erleidet. Und ich muss zuschlagen, ne? Der muss gehen. Wieder Rüstung, weil er Schaden erleidet, aber er macht einen Bonusschaden, den behalten wir einfach mal. Ein bisschen Rüstung kriege ich noch, die Combo ist gerade angenehm. Zumal ja auch der Riese für 5 jetzt auf den Platz kommen könnte. Nee, er räumt ab. Der Riese ist doch zu teuer. Vernichtet einen feindlichen Diener ist nicht. Geheimnis hat sie auch nicht gespielt bisher. Einfach nur um Spotter zu setzen. Ja, ich würde sagen ja. Scheiß auf den Geheimniszehrer. Ich werde das anders lösen, offensichtlich. Fügt allen Charakteren zwei Schaden zu.
Das ist ja unbequem. Als Todesröcheln, allen zwei. Fügt allen einen zu. Fast unangenehm. Dann setzen wir den Riesen dahin. Achter Spott. So sieht's nämlich aus. Und zuschlagen bringt mir nichts. Okay. Da wird mal die Platte ordentlich durchgeräumt. Das soll mir recht sein, Blutklinge. Spalten, den Dicken vernichten. Wahrscheinlich am ehesten, ne? Einen vernichten. Zweimal reinschlagen. Wenn ich jetzt die Klinge anlege, kann er mich erschlagen. Rüstung, wenn ich einen Diener lege, erschlägt er mich hinterher. Nee, dann ist er ja tot. Naja, hätte man auch machen können. Jetzt ist es umso besser. Toben, ein verletzter Diener wird nochmal aufgepumpt. Und danach habe ich es dann gewonnen. Der Riese kann reinschlagen und das klar machen. Ich kann noch zwei Dienern Schaden zufügen. Ich kann noch die Blutklinge anlegen. Ich kann noch mit der Blutklinge den letzten Diener erschlagen. Und dann gewinnen. Weil es so schön ist. Grommasch rettet mir mal wieder den Arsch. Witzigerweise. Ausgezeichnet, ja. So sieht's aus. Theaterebene ist damit abgeschlossen. Böse Hexendoktorin beschwört jedes Mal, wenn ihr einen Zauber wirkt, ein zufälliges Basistotem. Jawoll! Und der Grabenlaurer vernichtet einen Diener. Todesröcheln ruft ihn erneut herbei. Auch taktisch extrem interessant. Schöne Karten. Da freue ich mich drüber. Tippen, um fortzufahren, habe ich schon gemacht. Was kommt jetzt? Kann geöffnet werden. Das Theater ist abgeschlossen. Der Piratengauner. Na, der ist ja quasi schon Pflicht. Um den kommt man nicht drum herum. Barnes ruft eine Kopie eines befreundeten Dieners in eurem Deck herbei. Spricht auch nichts dagegen. Und Paladin und Hexenmeister kriegen eine Herausforderung im Theater. Die Menagerie. Der Kurator wird angekündigt, das finde ich natürlich extrem gut. Ja, denn der Kurator ist in jedem Fall eine Karte, die ich haben möchte. Und er sagt, ich muss jetzt noch bis zum Portal und dann wird in der Turmspitze Medivh gerettet. Das Erste, was ich schaffen muss, ist der Kurator selbst. Eine Sicherung durchgebrannt, repariert ihn. Passive Heldenfähigkeiten, der Kurator hat Spott. Interessant. Das dann beim nächsten Mal. Bei diesem Mal habe ich die böse Hexe besiegt und wir haben im Zweifel auch wieder zwei Herausforderungen, um zwischendurch ein bisschen was spielen zu können. Das ist schön, PAX leider heute nicht. Dafür aber trotzdem Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann, viel Spaß. Ciao, ciao, bis später.